Donald Trump bei Attentat am Ohr verletzt. Nach tödlichem Luftangriff im Süden des Gazastreifens. Hamas-Militärchef womöglich am Leben. Gefährliche Missionen. Freiwillige retten ukrainische Haustiere von der Front. Prunkvolle Hochzeit. Spitzenpolitiker und Weltstars tummeln sich in Mumbai. Chaotische Szenen bei einer Wahlkampfkundgebung von Ex-Präsident Trump in Butler im US-Bundesstaat Pennsylvania. Schüsse fallen. Trump wird am Ohr verletzt. Personenschützer des Secret Service umringten Trump und brachten ihn in einem Fahrzeug in Sicherheit. Der Attentäter wurde erschossen. Ein Zuschauer wurde getötet und zwei weitere schwer verletzt, teilten die Behörden mit. Augenzeugen hatten die Polizei vor dem Schützen, der sich auf dem Dach eines nahegelegenen Gebäudes befand, gewarnt. We're like, hey man, there's guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. You know, we're like, hey, right here on the roof, we can see him from right here. We see him. You know, he's crawling. And next thing you know, I'm thinking to myself, I'm like, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for, you know, 2-3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. Das FBI identifizierte den Schützen als Thomas Matthew Crooks, einen 20-Jährigen aus einem Vorort von Pittsburgh. Die Behörde sagte, die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen. Präsident Biden brach seinen Wochenendurlaub in Delaware ab und kehrte ins Weiße Haus zurück. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. When you're ready, on you. Ready? Move! Move! Go! And you know, that's a little. Weltweit haben Politiker den Mordanschlag auf den ehemaligen US-Präsidenten und voraussichtlichen republikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump verurteilt. Die führenden Politiker der EU, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, verurteilten die politische Gewalt und erklärten, sie habe keinen Platz in der Demokratie. Der ukrainische Staatspräsident Volodymyr Zelensky gab eine Videoerklärung ab. Замах на життя Дональда Трампа – жахливий злочин, який можна тільки засуджувати, який демонструє, наскільки серйозні виклики глобально зараз перед демократією. US-Präsident Biden erklärte, es gebe in Amerika keinen Platz für Gewalt. Der Kreml warf der Regierung Biden vor, hinter dem Attentat zu stecken. Durch einen israelischen Angriff auf das im Süden des Gazastreifens gelegene Dorf Al-Mawasi sind mindestens 90 Menschen ums Leben gekommen. Über 300 weitere wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums verletzt. Ziel des Angriffs war israelischen Angaben zufolge der Militärchef der Hamas, Mohammed Deif. Ob Deif bei dem Angriff ums Leben kam, sei bisher unklar, erklärte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Al-Mawasi war von Israel eigentlich als sichere Zone für die Zivilbevölkerung deklariert worden. Die Hamas gab nach dem Angriff an, Deif habe sich zu dem Zeitpunkt nicht in der Region aufgehalten. Netanyahu erklärte in einer Pressekonferenz, dass die Ermordung von führenden Hamas-Mitgliedern den Druck erhöhe und so ein Waffenstillstandsabkommen wahrscheinlicher mache. Nach dem Angriff verkündete die Hamas, Verhandlungen um eine Waffenruhe vorerst abzubrechen.
Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat das baldige Ende der türkischen Militäroperation gegen die PKK im Nordirak und in Syrien angekündigt. Wir sind entschlossen, keine Strukturen an der Grenze zwischen Irak und Syrien zuzulassen, die eine Bedrohung für unser Land darstellen, bekräftigte Erdogan und fügte hinzu, die PKK sei nicht mehr in der Lage, innerhalb der Türkei zu operieren. Erdogan bemüht sich um eine Normalisierung der Beziehungen zu Syrien, das die türkische Militärpräsenz in Nordsyrien negativ beurteilt. Eine Gruppe Freiwillige riskiert in der Ukraine ihr Leben, um Haustiere, die von ihren BesitzerInnen nahe der Front zurückgelassen wurden, zu retten. Erst vor kurzem haben sie im umkämpften Donetsk-Gebiet rund 60 Hunde und Katzen aus Toretsk und Kostjantinivka gerettet. Dabei gerieten einige der Freiwilligen unter Beschuss. Jetzt suchen sie nach einem neuen Zuhause für die Tiere. Сподіваємося, що знайдуться люди добрі, гарні, які зможуть забрати таку собачку. Це дуже активна собачка, це собачка-компаньйон. Отак от одну собаку врятувати, люди ризикують своїм власним життям і їдуть під обстрілами. Das Tierheim beherbergt aktuell über 260 Tiere. Doch der Platz wird knapp, weshalb sie dringend nach neuen Familien für die Tiere suchen. Seit Kriegsbeginn sind in der Ukraine hunderttausende Haustiere zurückgelassen worden, weil ihre BesitzerInnen flüchten mussten. Das neue EU-Parlament hält seine erste Plenarsitzung in Straßburg. 720 Mitglieder beginnen ihre Legislaturperiode. Jeder von ihnen kann sich auf ein monatliches Gehalt von 8.000 Euro freuen aus dem Haushalt des Parlaments. Das ist nicht die einzige Geldquelle, die die Abgeordneten erhalten. Eine allgemeine Aufwandsentschädigung in Höhe von fast 5.000 Euro ist monatlich vorgesehen, die jedoch halbiert wird, wenn sie in einem Jahr an weniger als der Hälfte der Plenarsitzungen teilnehmen, ohne dass dies ordnungsgemäß begründet wird. Hinzu kommen pauschal 350 Euro für Unterkunft, Verpflegung und die täglichen Nebenkosten, die für einen Abgeordneten in Brüssel oder Straßburg anfallen. Um dieses Geld zu erhalten, müssen die Abgeordneten nur die Anwesenheitsliste unterzeichnen. Damit belaufen sich die monatlichen Gesamteinnahmen auf etwa 17.000 Euro. Jeder Abgeordnete erhält außerdem etwa 29.500 Euro im Monat, die für die Bezahlung der Assistenten vorgesehen sind. Ehemalige Abgeordnete haben auch Anspruch auf ein Ruhegehalt, wenn sie 63 Jahre alt werden. Es beträgt 3,5% ihrer Bezüge für jedes volle Jahr ihrer Amtszeit. Der jüngste Sohn von Mukesh Ambani, dem reichsten Mann Asiens, hat seine langjährige Freundin in einer prunkvollen Zeremonie geheiratet. Anand Ambanis und Radhika Merchants Hochzeit fand in Mumbai statt und markierte den Gipfel monatelanger Feierlichkeiten und Veranstaltungen, bei denen unter anderem die beiden Popstars Rihanna und Justin Bieber auftraten. Auch bei der Hochzeit tummelten sich bekannte Gesichter. Nicht nur der indische Ministerpräsident Narendra Modi ließ sich beim Empfang des Ehepaars blicken, der sich über das gesamte Wochenende erstreckte. Der ehemalige britische Premierminister Tony Blair nahm auch an den Feierlichkeiten teil, ebenso wie Ex-Premierminister Boris Johnson. Auch Weltstars wie Adele, Lana Del Rey, Drake, David Beckham und Kim Kardashian standen auf der Gästeliste. In Mumbai sorgte die Hochzeit jedoch auch für Ärger. Verkehrsumleitungen der Polizei rund um den Hochzeitsort führten zu langen Staus.